Moin, ich bin Malermeister Andi und heute möchte ich dir zeigen, wie du richtig Wände grundierst. Bevor du mit den Arbeiten loslegst, deck deinen Boden einmal vernünftig ab. Dazu eignet sich am besten das Malervlies und kleb deine Fußleisten ab, falls du die nicht demontieren kannst. Warum solltest du deine Wand grundieren? Um zum einen das Saugverhalten deines Untergrunds zu regulieren oder den Schleifstaub zu binden, damit der Untergrund perfekt vorbereitet ist für den nächsten Schritt. Es gibt viele verschiedene Anwendungsbereiche und viele verschiedene Grundierungen. Im Innenbereich nimmst du am besten Tiefgrund- bzw. Wand- und Deckengrundierung. Damit bist du immer gut beraten. Jetzt kannst du losgehen. Du kannst deine Wand grundieren. Dazu den Kanister einmal gut durchschütteln, bevor du ihn dann in einen leeren Eimer gibst. Jetzt schnappst du dir die Grundierung und die Deckenbürste, damit du die Grundierung perfekt in den Untergrund einarbeiten kannst. Wichtig ist der gleichmäßige Auftrag der Grundierung. Vermeide Laufnasen, wenn du welche hast, dann mach sie weg, ansonsten kann sich das später in der Beschichtung widerspiegeln. Die Wand ist jetzt fertig grundiert und das muss jetzt vernünftig durchtrocknen. Und da musst du auch darauf achten, dass die Trocknungszeiten eingehalten werden, bevor du die nächsten Schritte angehst. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Selbermachen. Tom, Respekt, wer es selber macht.